sehe ich einmal den Kesseltaler. Sebastian Korn, Badeentführung. Das heißt, das Mehl noch. Also die beiden Brandenburger sind ausgefallen und mit dabei haben sie noch den Kesseltaler. Das müsste dann... der Gerhard Zollinger sein, der da ausgefallen ist. Das Rennen läuft aber weiter. Das fällt an. Voll verkraften, weil da hat er ein bisschen dran zu feilen, immer an dieser Geschichte. Exzellenter Fahrer, da merkt man, diese Camper macht ihm schon Druck. Klopft auch schon mal deutlich. Jetzt ist wieder runter verzögert. Zeit. Er hatte ja auch schon einen Unfall mit weggesteckenen Weichstorff. Aber das ist halt im Gerangel, wenn hier eine Gruppe losgeht und jeder bleibt auf dem Pinsel, jeder will gewinnen, ist das Risiko groß, dass man da mal ins Dritten kommt und eigentlich dann irgendwo dreht und man da ausfällt. Das ist jetzt der Anbremspunkt, Schaffner engst ihn nicht zu weit nach außen, er verreißt fast wie im Carsport das Auto. Das ist natürlich für diese Camper möglicherweise eine Chance, genau dort die Nerven noch ein bisschen anzukippen. Und der Metzinger kennt sich natürlich in der Szene sehr, sehr gut aus. Verfügt da über hervorragende Kenntnisse. Aber auch da bin ich schon lange, lange wieder bei der Szene. Als Mechaniker, als Rauber, ganz später als der Rennstreife können. Denn einen Dieselcamper, Dieter, im Schach zu halten, das ist nicht einfach, wie man sieht. Und jetzt kommt jeder Dieselcamper und schlupft er vorbei. Das habe ich schon bereits in der Anmoderation kommen sehen. Das war abzusehen und wieder diesen Camper, der Puck, hat ihn ausgeknappt. So, dann haben wir jetzt die Rennstrecke ausgeknappt. Nur der Mettinger mit der 704. Riemenschneider Carsten der Esse, Rang 4 Ivo Sauerbrei der Thüringer mit der 712. Fünfter die 711 Daniel Naumann. Sechster die 715. Mirko Fiedler ausgefallen.